Ich darf als erstes Markus Begerow vorstellen. Markus Begerow ist Director of Data and Analytics bei Coplanar Software and Consulting GmbH. Er ist ein ausgewiesener Experte in der DLT-Technologie und ich kenne Markus Begerow schon etwas länger, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben gemeinsam die Plattform Dynalytics gegründet, neuerdings gegründet. Und ja, ich freue mich recht herzlich, Markus, dass du heute den Einstieg hier machst. Und ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. Ich übergebe dir das Wort. Vielen Dank. Dann teile ich mal meinen Bildschirm, damit man die Folien auch sehen kann. So, bitte mal kurz ein Zeichen, ob man die Folien sieht. Sollte passen. Gut, ja, beginnen wir am besten. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Markus Begerow. Ich bin Practice Lead im Bereich Data and Analytics mit dem Schwerpunkt Cloud and Advanced Analytics and Controlling. Das Thema Blockchain hat mich so 2014 erreicht, also so ein bisschen 6 Jahre später, nachdem das erste White Paper entstanden ist. Und wir sind komplett im Controlling verhaftet mit der Firma Coplanar, die sich sozusagen um Konzernkonsolidierung, Forecasting, Planning kümmert. Und dort sind wir zu Hause. Und natürlich ist auch das Thema Blockchain oder generell auch das Thema Finanzen, dann natürlich auch ganz nah Kryptowährung, so ein Thema, was, glaube ich, die Zukunft verändern wird. Besonders, wir hatten es gerade schon von Herrn Doktor, von Herrn Professor Kasprick gehört, die Thematik. Ich glaube, da wird was auf uns zukommen, was so ein bisschen die Sache verändert. Also wenn wir in die Vergangenheit gucken, von der Spinning Jenny in England, als die Dampfmaschine erfunden wurde, dann der Computer, das Internet. Ich gehe persönlich davon aus, dass uns das Thema Blockchain nicht mehr verlassen wird, sondern eher als weitere Datenkomponente im Bereich Data Management vielleicht auch erreichen wird und in die Richtung wird das Ganze gehen. Bevor wir jetzt aber reinspringen, muss man natürlich erstmal sagen, was ist die Blockchain? Im Grunde reden wir von einer großen Datenbank, die eine große Transaktionsliste mit sich führt. Bevor wir jetzt aber in diese neue Technologie gehen, würde ich gerne erstmal so ein bisschen Zeitsprung, wir gehen ins 15. Jahrhundert zurück. Warum ins 15. Jahrhundert? In Italien wurde die doppelte Buchführung erfunden. Also die Händler mussten irgendwie ihre Zahlen, ihre ganzen Transaktionen verwalten und das wurde im 15. Jahrhundert von Luca Pacioli erfunden und gesetzt und damit sozusagen der erste Schritt in Richtung Controlling oder auch Rechnungswesen gelegt. Nachfolgend war dann im 19. Jahrhundert das Thema bei Frachtbrief, also die Kommissionierung und das Versenden, also die ganze Thematik Logistik, wo nachher mein Nachredner wahrscheinlich noch sehr viel davon zeigen wird, wie man sowas digitalisieren kann. Und natürlich dann auch 1941 das Thema Konrad Zuse, erster Computer, bis hin in Richtung heute, wo das Thema Cloud oder auch Digitalisierung weiterhin ein Schwerpunkt ist. Und natürlich jetzt aufgrund, wie wurde das Thema Blockchain enorm gepusht? Natürlich 2008 nach dem Zusammenbruch der Subprime-Thematik in Amerika, also die Verbriefung von Hauskrediten. Und dort ist es eben passiert, dass plötzlich ein White Paper unter einem anonymen Namen aufgetaucht ist, der sozusagen die Technologie genutzt hat, um eine erste Kryptowährung oder ein digitales Zahlungsmittel zu entwickeln. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, zum Thema Blockchain, was ist es eigentlich? Im Grunde ist es ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und jeder Teilnehmer nimmt sozusagen teil an einem großen Pool. Und was früher ein Buchungssatz war, ist heute eine Transaktion. Das heißt also, wir haben hier schon mal so diese Digitalisierung von früher, von einer Papierform in Richtung digitaler Datensatz in dem Sinne. Und ganz wichtig, hatte ich bereits erwähnt, Hauptbuch oder Ledger, da kommt ja auch sozusagen Begriffsthematik her, ist ein Transaktionsregister. Und bei dieser Thematik, wenn man eben von der Technologie redet und wir das Ganze sozusagen ableiten, dann reden wir, wie gesagt, von der Distributed Ledger Technology, worunter eben die Blockchain liegt und dann natürlich diverse Ausprägungen heutzutage. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also wir haben jetzt circa 8200 Tokens, die auf diversen Blockchain-Arten laufen. Und da habe ich natürlich nachher auch noch ein paar mitgebracht, damit man neben IOTA, die ja auch einen Token besitzen, natürlich auch andere mal zu Gesicht bekommt. Und ganz wichtig bei so einem Netzwerk, wenn wir auch von Vertrauen reden, ist natürlich, dass das eben mehr als 50%, wenn wir gleich in die Technologie einsteigen, dass man immer das im Hinterkopf
hat, weil so funktioniert ja nicht nur in Kryptowährung, sondern auch unser, ich sag mal, Euro oder jegliche andere Währung, natürlich, dass das Vertrauen in diese Währung Bestand hat. Nochmal kurz zum Vergleich. Ich hatte gerade gesagt, in Italien wurde damals dieses Kassenbuch erfunden und auch, ich sag mal, in Deutschland ist ja das Thema Rechnungswesen, Controlling, so ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also Steuerberater, Juristen, Wirtschaftsprüfer sind da, sage ich mal, sehr gewieft drauf, in dieser Thematik unterwegs zu sein. Und wie sieht eben so ein Kassenbuch heutzutage aus? Man kennt so dieses Standardsatz soll anhaben, aber im Grunde werden ja Informationen niedergelegt, nämlich nach bestimmten Merkmalen, wie zum Beispiel ein Datum oder eben auch ein Stempel, ein Timestamp. Und natürlich muss am Ende des Geschäftsjahres immer in Richtung Wirtschaftsprüfer oder natürlich auch Steuerberater diese Informationen bereitgestellt werden und diese müssen dann natürlich auch genehmigt werden, weil irgendwann will ja auch das Finanzamt sozusagen die Dinge prüfen. In der Blockchain ist es dann so eigentlich als Pendant, dass man eben hier eben diese Transaktion in einen Block sozusagen migriert und natürlich auch hier ist der gleiche Sinn dahinter, dass man so viel wie möglich oder auch an Informationen eben speichert mit eigentlich den gleichen Parametern. Ich zeige gleich auch noch ein bisschen, wie viele Parameter dahinter sind. Aber natürlich, das Interessante ist hier, man sieht es im letzten Bereich der Tabelle, ist eben diese Prüfung und Genehmigung. Das heißt, es wird nicht mehr durch eine Person oder durch eine Firma geprüft, also sondern eben durch das gesamte Netzwerk. Und das ist vielleicht der erste Unterschied bei der ganzen Thematik, was natürlich in Richtung Manipulation dann auch geht. Man redet nicht mehr mit einer Person, sondern man redet oder man müsste theoretisch mit allen Teilnehmern reden oder eigentlich mehr als 50%, dass man natürlich Manipulation begehen kann. Das ist natürlich viel, viel schwieriger, wenn wir von dezentralisierten Systemen sprechen, sage ich mal, umspannt um die ganze Welt. Wird schwierig sein und da ist natürlich schon ein klares Merkmal, dass wir das Thema Sicherheit und auch Transparenz aufzeigen können. Wenn man jetzt so in Richtung Blockchain-Arten geht, gibt es verschiedene. Das bekannteste, wahrscheinlich auch durch die Medien so getrieben, sind eben so Themen wie die Public Blockchain. Da habe ich jetzt mal so drei Beispiele mitgebracht. Einerseits natürlich Bitcoin, was so ein bisschen als Store of Value gerade durchs Dorf getrieben wird oder als digitales Gold angesehen wird, dann so der kleine Bruder Litecoin, aber auch das Thema oder der Coin Digibyte, der so als Next Generation so ein bisschen gehandelt wird oder auch so als schlafender Riese, weil eben die Technologie hier eben wesentlich sich weiterentwickelt hat und die gehören zur Public Blockchain. Das heißt, einerseits kann jeder teilnehmen, keiner ist ausgeschlossen. Im Grunde muss jeder sich nur eben ein Wallet sozusagen besorgen. Was das ist, werde ich gleich noch eingehen auf die verschiedenen Komponenten und dann sozusagen daran teilhaben. Anders ist es bei Private Blockchains. Die sind besonders im Bereich von Banken, Versicherungen und Energieversorgern jetzt im Einsatz. Das heißt, also der Kreis ist meistens entweder eine Branche oder ein kleiner Teilnehmerkreis, wo eben nicht jeder mit, sag ich mal, arbeiten soll, wo eben zum Beispiel Informationen ausgetauscht werden. Einfach das Beispiel Energieversorger, also wenn es dort um sensible Daten geht oder auch Versicherungen, dass das Aushändigen von Versicherungsdaten ist ein Thema. Und als letztes Thema gibt es noch diesen Trade-off, nenne ich es jetzt mal, oder Spin-off aus beiden Varianten, nämlich die hybride Blockchain. Das muss man sich so vorstellen, dass einige wenige, sage ich mal, die Hauptchain oder die Haupt, sage ich mal, ja, Blockchain betreiben und sich darunter diverse kleinere Ketten bilden dürfen, die sozusagen dann für den ja, Außenverkehr zuständig sind oder einfach in der Kommunikation nach außen hin. Und dort gibt es auch, ich sage mal, so bekannte, sage ich mal, Mitspieler wie Cosmos oder Chainlink, wo Oracle dahinter steht oder auch Polkadot ist so ein Coin. Also ich habe jetzt bewusst mal Coins so auch mitgegeben, dass man einfach sich, und das ist auch ganz, ganz wichtig von meiner Seite aus zu sagen, also hier gibt es jetzt keine, das ist auch so eine Grundregel, wenn man über bestimmte Währungen redet. Hier gibt es jetzt keine Empfehlung, welche der nächste Bitcoin werden wird, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht von Pump and Dump, also dieses Hochtreiben. Man hat es in den letzten Monaten bei der GameStop-Aktie gesehen, wo man es geschafft hat, Hedgefonds auszusqueezen, also sozusagen ihre Short-Position zu liquidieren. Und wir wollen natürlich jetzt hier nicht irgendwie Ratschläge geben, was der nächste Coin ist, sondern es geht darum, die Technologie näher zu betrachten und da auch tiefer einzusteigen.
Mit besonderem Hauptaugenmerk schauen wir uns heute die Public Blockchains an. Warum? Weil einfach jeder teilnehmen kann. Und ich glaube, das ist so als Wissensvermittlung oder als erste Thematik ganz gut. Jeder kann theoretisch danach sofort auf die diversen Webseiten gehen und sozusagen sich das Ganze anschauen. Auch das Schöne ist, dass alles, die Codes sind per GitHub, also per Open Source Technologie gesichert. Das heißt, jeder kann Veränderungen oder kann natürlich auch mit in den Code schauen und das Ganze validieren. Und das gibt natürlich erstens den Entwicklern, aber natürlich auch den Benutzern dieser Technologie einen ja, gewissen Trust, also auch Vertrauen in die Thematik. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Wie läuft sowas ab? Wir stellen uns jetzt mal vor, wir stehen so ein bisschen an der Seitenlinie von so einer Blockchain und schauen uns jetzt mal den Prozess an, wie sowas funktioniert. Im Grunde, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen ein Block, der uns einfach in der Blockkette sozusagen jetzt der an uns vorbeiläuft. Und was bringt er eigentlich mit? Nämlich das Erste, was er mitbringt, er bringt sozusagen die Identität seines Vorgängers mit. Das habe ich jetzt mal hier mit Block Hash N-3. Also da gab es Vorgänger und eben eine Nonce, eine zufällige Zahl, ein Merkle Root von Ralph Merkle, der sozusagen für diese Thematik des Hashens bekannt ist und einen diversen Zeitstempel. Und jetzt werden Sie sicherlich denken, okay, ich habe jetzt aber mal was von Minern gehört, von Wallets, von Nodes. Das sind natürlich auch alles Komponenten, die benötigt werden. Also die Miner sind sozusagen dafür da, diese Hashes einzusammeln und dann sozusagen den neuen Block zu kreieren. Die Nodes sind für die Stabilität des Netzwerkes, weil umso mehr Leute selber einen Node, sozusagen einen Knotenpunkt aufsetzen, umso stärker macht man natürlich auch ein Netzwerk. Und auch die Stärke des Netzwerks wird immer über die Hashrate bei öffentlichen oder bei diesen Varianten wie Bitcoin, wie Litecoin, wie Digibyte aufgezeigt. Und da habe ich nachher auch noch ein paar Beispiele, weil besonders jetzt in den letzten Wochen, muss man ja sagen, sind sehr interessante Thematiken, weil einige Koryphäen, sage ich mal, in der Branche gerade unterwegs sind. Und wir stellen uns das nochmal vor, wir stehen eben an der Seite der Thematik. Wir haben jetzt selber vielleicht mal ein Wallet, also eine Geldbörse für digitales Geld uns geholt und machen jetzt mal ein paar Transaktionen. Und wenn jetzt hier Geld überwiesen wird, dann passiert Folgendes: Wir benutzen Hashes. Einerseits wird jede Transaktion, also wir müssen uns das vorstellen wie in einer Datenbank, eine Transaktion wird gehasht. Das heißt also, eine Information beliebiger Länge wird in einer Information mit fest definiert oder vorfest definierter Länge gehasht, das heißt also verschlüsselt. Und dort gibt es diverse Hash-Algorithmen. Wichtig bei der Thematik ist natürlich, wenn wir, und wenn jemand vielleicht mal einen Studiengang Kryptographie besucht hat, dann sind Themen wie symmetrische Verschlüsselung, asymmetrische Verschlüsselung ganz wichtig. Und wir benutzen hier die asymmetrische Verschlüsselung. Das bedeutet also, wir haben immer einen Private Key und einen Public Key. Und somit kann ich mit der Außenwelt sozusagen kommunizieren. Ganz wichtig, wenn man sowas aufsetzt, der Private Key, sagt ja schon der Name oder auch Secret Key genannt, den sollte man gut wegpacken, weil der sozusagen zum Signieren seiner eigenen Transaktion gedacht ist. Und der Public Key ist dann sozusagen für die Öffentlichkeit gedacht, muss man sich vorstellen, wie, ich sag mal, ein Bankkonto, eine Banknummer davon, so dass man eben Informationen von A nach B transferieren kann. Und wenn dann eben diese Transaktionen im unteren Bereich, ich markiere das mal kurz, sozusagen gesendet werden, dann wird erstmal von jeder Transaktion wird ein Hash gebildet. Und was nachher in der Blockchain passiert, diese Hashes werden auch wieder gehasht. Es wird also so lange gehasht, bis man nur noch diesen Merkle Root hat und der wird dann in einem Block sozusagen hinterlegt. Und wie das nachher noch alles funktioniert, gehe ich später noch drauf ein, weil das ist ziemlich interessant, weil man hat das vielleicht schon gehört, dass diese Miner, die dafür sorgen, dass neue Blocks hinzugefügt werden, eben sozusagen in Konkurrenzkampf treten, weil jeder möchte der Erste sein, der natürlich dann sozusagen auch einen Block Reward, also man bekommt dafür, dass man eben an dem Netzwerk teilnimmt und für Sicherheit sorgt, bekommt man eben eine kleine einerseits Gebühr von den anderen Teilnehmern, die etwas versenden, andererseits natürlich auch für die Bereitstellung der Leistung, also Energiethematik ist da ein Thema, natürlich dann auch ein Block Reward. Und so geht es dann eigentlich die ganze Zeit weiter. Das heißt also, jede Information wird gesammelt oder gesendet, gesammelt, verschlüsselt und dann wird der nächste Block durch die Teilnehmer eben gefunden. Und das Interessante ist eben bei der Thematik, umso mehr Teilnehmer teilnehmen sozusagen an dem Netzwerk,
umso höher wird auch die Schwierigkeit, weil man muss sich das vorstellen wie in so einem 100-Meter-Lauf. Viele treten gegeneinander an. Es kann am Ende nur einer gewinnen in der Thematik. Und da gibt es auch diverse Themen, die wir gleich noch besprechen, weil ich Ihnen zeigen darf. Und ich habe jetzt die ganze Zeit über Blocks geredet. Ich glaube, jetzt ist es mal ganz interessant, was so ein Block eigentlich ist. Ich habe jetzt mal hier von einem kleineren Coin mal einen Block genommen und wir brechen jetzt mal die einzelnen Sachen auf, die Sie hier so sehen, weil es sind ja unheimlich viele Informationen, die in so einem Block gespeichert werden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal Step by Step die Thematik durch. Also einerseits ist in so einem Hauptblock gespeichert, wie viele sozusagen Subblocks oder Unterblöcke bzw. Transaktionen gespeichert werden. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, wo sind die Transaktionen? Ich hatte vorhin von Transparenz gesprochen. Man kann die Sachen einsehen. In einer Public Blockchain ist nichts nicht einsehbar in dem Sinne. Das heißt, man kann also ganz genau den Weg verfolgen, was natürlich auch wieder so ein Punkt ist, in Richtung, wenn man dafür das Thema Geldwäsche oder andere Thematiken, also so ganz, sage ich mal, unsichtbar ist man nicht. Weil es gibt natürlich auch erste Regulatorien in Richtung KYC, also Know Your Customer-Thematik. Das ist ein Vorhaben, was gegen Geldwäsche, sage ich mal, vorgehen soll. Man ist also nicht ganz so ungeschützt, wie vielleicht manche das noch glauben. Es gibt natürlich hoch, sage ich mal, verschlüsselte Technologien wie Monero. Das hat man vielleicht schon in einigen Hollywood-Filmen, sage ich mal, gehört. Da ist es wirklich schwierig, wo auch zum Beispiel der BND offen zugibt, wenn Geld in ein Wallet oder in eine Transaktion irgendwo verschwindet und auf der anderen Seite wieder auftaucht, man kann es nicht nachvollziehen. Und das ist vielleicht auch eine Thematik, die nicht ganz ungefährlich ist. Jetzt habe ich mal ganz kurz hier Transaktionsgebühren, Merkle Root hatte ich gerade schon erwähnt, sieht man hier nicht. Gehen wir später darauf ein, weil es gibt diverse Layer sozusagen in diesem Explorer. Und jede Public Blockchain hat so einen Explorer, wo man sich das Ganze anschauen kann. Ich hatte bereits gesagt, dass auch dieser Block, der hier sozusagen die Transaktion eingefangen hat, auch gehasht wird. Also es wird so lange gehasht, bis eben dieser Merkle Root vorhanden ist und der vorherige Block, wir sehen ihn jetzt gerade auch nicht. Wir gehen, wie gesagt, gleich tiefer. Natürlich auch der Block Reward ist jetzt hier. Und die zufällige Zahl, also wie oder wer tritt gegen, die Miner treten ja gegeneinander an und müssen, wie gesagt, das Ganze auch nach dem SHA 256 sozusagen hashen und die treten dann gegeneinander an und wer der Erste ist und den richtigen Hash trifft, der bekommt ja dann auch diesen Block Reward. Und natürlich ganz wichtig, ein Zeitstempel. Also man muss ja, wenn wir von einem Transaktionsregister sprechen, müssen wir ja sehen, wer in welcher Reihenfolge welche Informationen sozusagen abgelegt hat. Ich hatte es bereits gesagt, die Schwierigkeit wird eben definiert durch die Teilnehmer im Netzwerk. Und umso mehr Energie, umso mehr Power auch an Berechnung mit investiert wird, umso schwieriger wird sozusagen oder auch die Teilnehmer bestimmen die Schwierigkeit des Netzwerks. Jetzt hatte ich gerade einige Punkte mit Fragezeichen versehen. Die gehen wir jetzt näher drauf ein. Nämlich einerseits Transaktionsgebühren sind immer noch nicht auffindbar. Der Merkle Root wird jetzt aber mal sichtbar. Also wohin wurde das Ganze gehasht? Was ja sozusagen der Root Hash, also man kann sich als Brücke merken, Merkle Root ist gleich der Root Hash, also die oberste Information, die gehasht worden ist und diese wird sozusagen in der Blockchain hinterlegt. Dann natürlich der Previous Block, also wer war mein Vorgänger, damit die Kette auch zusammengehalten werden kann. Dann die Zufallszahl und natürlich jetzt ganz wichtig, was kostet mich das Ganze? Und da ist natürlich im Moment, glaube ich, jeder Blockchain-Anbieter dabei, die Fees, also die Transaktionsgebühren, die aufkommen, in neuen Technologien so niedrig wie möglich zu halten. Klassisches Beispiel, Ethereum ist ja so ein bisschen der Zweitplatzierte hinter Bitcoin. Und da gibt es auf Twitter ganz interessante Bilder, wenn jemand $300 verschicken möchte und er muss selber $600 für die Transaktion bezahlen. Das sind jetzt Extrembeispiele, weil ja auch wieder die Transaktionsgebühr sich nach, ich sage jetzt mal, Nutzung beziehungsweise Angebot und Nachfrage des Netzwerkes richtet. Und aber solche Thematiken gibt es. Und das ist natürlich ganz klar ein Nachteil, wenn das Versenden von Geld mehr kostet als das Geld selber laut Börse gerade wert ist. Jetzt hatte ich bereits gesagt, da treten Miner gegeneinander an.
Und ganz wichtig in so einer Blockchain ist ein Konsensmechanismus. Das heißt, wie sichern wir ab, dass die Information, die wir senden, wirklich auch von den anderen geteilt wird? Der Klassiker, der eben 2008 durch dieses Bitcoin-Paper das erstmalig aufgetreten ist, ist der Proof-of-Work-Algorithmus. Neuerungen sind jetzt Proof-of-Stake. Also Proof-of-Work muss man sich vorstellen wie den Arbeitsnachweis. Ich leiste meine Energie oder meine Arbeit dem Netzwerk bei und werde dadurch erstens belohnt und leiste den Arbeitsnachweis. Bei Proof of Stake, einfach mal, dass wir es gehört haben, ist sozusagen einfach der Besitznachweis. Hat also ganz andere Regulatorien, ist energieärmer in der Haltung, heißt aber natürlich auch, wenn ich mehr besitze an dem, sag ich mal, Pot aus dem Poker, dann erhalte ich natürlich bei dem nächsten Lauf auch mehr, sag ich mal, an diesem gesamten, sag ich mal, Netzwerk. Und hier bei dem Proof of Work ist es so, ich habe jetzt mal ein klassisches Beispiel, wenn man so im Thema Blockchain unterwegs ist, dann wird man Alice und Bob, sag ich mal, so die beiden Klassiker, die Protagonisten immer sehen. Ich habe jetzt einfach mal Alice und Bob jeweils eine Adresse gegeben. Wir spielen das Ganze jetzt mal durch, dass wir sagen, Alice schickt 100 Digibyte, könnten auch 100 Dollar sein oder 100 Bitcoin, je nach Geschmäcker, eben an Bob. Und was passiert jetzt im Grunde? Ich hatte bereits gesagt, wir reden, wenn wir von Blockchain reden, auch von Kryptographie, also von Verschlüsselung von Informationen, einerseits auf der Transaktionsebene, andererseits natürlich müssen wir irgendwie kenntlich machen. Wir verschicken etwas und jemand anderes muss mir das irgendwie validieren. Und natürlich würde ich das hier nicht tun, könnte jemand wieder in meine Transaktion eingreifen und sie verändern. Thema wie Double Spending, das heißt also das doppelte Ausgeben von Geld, wäre ein Thema. Oder auch, ich sag mal, das Abrufen von Geldern oder die Manipulation von Ledgers ist natürlich eine Thematik, die wollen wir unterbinden. Weil wenn wir schon Vertrauen in eine Währung schaffen wollen, dann muss sowas als digitales Zahlungsmittel einfach gegeben sein. Zurück, also wir haben sozusagen die Transaktion gehasht. Jetzt wird das Ganze digital signiert und wird danach sozusagen dem Netzwerk bereitgestellt. Man hat immer ein Secret und Public Key. Ich signiere oder Alice signiert hier sozusagen jetzt diese Transaktion und diese Information geht jetzt raus ins öffentliche Netzwerk, also in die Blockchain, wo die Teilnehmer eben diese Transaktion aufnehmen und mit ihrem Public Key sozusagen entschlüsseln können und das Ganze validieren können. Wenn das passiert ist, dann haben wir eine unbestätigte Transaktion, weil wir wissen, Alice läuft konform mit ihrer Signatur, es wurde nichts verändert. Wurde jetzt diese komplette Überweisung von 100 Digibyte eben ins Netzwerk überwiesen. Wenn das dann der Fall ist, wird das Ganze ins Netzwerk sozusagen gegeben. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, da ist dann so ein Topf, wo eben unbestätigte Transaktionen sind, die einmalig bestätigt werden von einem Netzwerkteilnehmer. Und dann kommt eigentlich dieser Konsens, nämlich der erste Teilnehmer bestätigt das Ganze. Und jetzt muss das Netzwerk sozusagen seine Kraft oder seine Validität aufzeigen und sagen, ja, deine Überweisung ist korrekt oder eben auch nicht. Wie funktioniert das Ganze? Nämlich, ich habe das jetzt mal so ein bisschen als Wolke dargestellt und hier sieht es so aus, dass nämlich alle Transaktionen gesammelt werden. Sie werden wiederum gehasht in einem Merkle-Root und natürlich auch der vorherige Block-Hash ist wieder Bestandteil des Verschlüsselns. Und jetzt kommt dieser Zielwert, diese Zufallszahl. Und diese Zufallszahl in dem SHA-256-Algorithmus, die kann nicht in dem Sinne berechnet werden, sondern sie muss per Try and Error getestet werden und entweder trifft der Miner diese Information oder er trifft sie nicht. Und das ist gerade so ein bisschen der Punkt, der sehr lange dauern kann in einem Bitcoin-Netzwerk bis zu 10 Minuten, bis dann ein neuer Block gefunden wird. Also sobald diese Zufallszahl getroffen worden ist, kann dann sozusagen dieser neue Block angehangen werden. Und dann natürlich auch veröffentlicht werden. Wenn wir jetzt so in Richtung gehen, naja, was passiert dann, wenn jemand absichtlich die Sachen manipuliert? Dann ist es immer so, dass sozusagen der manipuliert, sich gegen das Netzwerk stellen muss. Und die längere Chain gewinnt immer bei solchen Plausibilitätsprüfungen, einfach so ein bisschen als nice to know. Hier mal ein kurzer Vergleich, so zwischen den ganzen Technologien, die ich heute Ihnen zeigen darf, die hier so unterwegs sind. Was ist eben interessant? Bitcoin mit 3 bis 7 Transaktionen pro Sekunde ist relativ statisch im Vergleich zu anderen. Auch die Transaktionskosten sind relativ hoch.
Aber wir sehen jetzt auch Digibyte mit 560 Transaktionen pro Sekunde. Wenn wir immer noch überlegen, dass Visa damit, sage ich mal, wirbt bis zu 2000 oder maximal angeblich bis zu 10.000 Transaktionen ableisten kann, wenn also die Systeme skalieren, dann ist das immer noch schneller. Aber es kostet natürlich auch mehr. Und hier ist natürlich auch ein Punkt der Dezentralisierung. Und Visa wäre jetzt hier in dem Sinne ein Mittelsmann, der sozusagen für uns sag ich mal, den Zahlungsverkehr abwickelt. Welche Use Cases gibt es jetzt so im Controlling? Weil wir befinden uns jetzt schon gerade auf der Zielgeraden. Interessant ist natürlich die Blockchain definitiv bei Prozesskosten. Also immer dann, und wir sehen es ja auch gerade in Themen wie Digitalisierung, die Datenmasse steigt an. Das heißt also immer mehr IoT, die Thematik autonomes Fahren, also eigentlich IoT 4.0, die ganze Digitalisierung der Industrie setzt ein und die Verursacher der Kosten, also wenn wir wirklich ins Controlling schauen, die Zuordbarkeit ist im Moment jetzt, wenn die Prozesse noch nicht miteinander vernetzt sind, sehr, sehr, sehr schwierig. Und da ist natürlich auch das Thema, wo entstehen die Kosten, wer sind die Kostenträger oder die Kostenstellen, das herauszufinden in einem Verfahren, wenn man so die traditionelle Kostenrechnung sieht, ist vergangenheitsorientiert. Und wir wollen ja mehr in die Echtzeit, also in die Echtzeitanalyse kommen. Und dort bin ich der Meinung, wird das Thema Blockchain, wenn es dann letztendlich vollständig implementiert ist, natürlich auch aufzeigen können, wohin die Reise gehen kann. Dann natürlich das Thema Smart Contracts. Das heißt, im Moment sieht es ja so aus, wenn wir irgendwie einen Vertrag aufsetzen oder wir einen Leasingvertrag annehmen oder auch einen Kreditvertrag, dann müssen wir ja zu einer Stelle gehen, sozusagen als Kreditnehmer, die Papiere ausfüllen. Dahinter sitzt dann vielleicht schon mal ein Chatbot, der mit uns kommuniziert, aber am Ende prüft ja der Sachbearbeiter die Thematik, was ja auch eine gewisse, sage ich mal, Interferenz mit sich bringt. Und durch Smart Contracts wird man zukünftig, das sind kleine Applikationen, programmiert auf der Blockchain, wo wir einfach später als Kreditnehmer nur noch gegen die Blockchain unsere Informationen halten werden und dann per Automatisierung sozusagen entweder wird der Kredit genehmigt oder eben abgelehnt. Und das, glaube ich, ist einfach, um Kosten, also wirklich Automatisierungskosten zu senken, ein enormer Vorteil. Der dritte schließt wieder so ein bisschen den Kreis zu meinem Anfang, so 15. Jahrhundert, doppelte Buchführung, ist natürlich interessant, wenn man jetzt hier davon spricht, eben die dritte, sage ich mal, Buchhaltung einzuführen. Da geht es darum, dass man natürlich später Finanzamt und Wirtschaftsprüfer natürlich auch in seine eigene Blockchain einladen kann, das heißt also per Zugang, und man natürlich, wenn Transaktionen anfallen im Unternehmen, natürlich auch gleich dem Wirtschaftsprüfer oder auch dem Finanzamt bereitstellen könnte. Und wir reden dann nicht mehr von Jahresabschlüssen, die wirklich einmal im Jahr gemacht werden, sondern von Echtzeitvernetzung der Systeme. Und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, der dann erstens Sicherheit gibt und auch Validität. Und da redet man von ersten kleinen Pflänzchen der dritten Buchhaltung. Jetzt noch zum Abschluss so ein paar Themen, die ich jetzt mal so aufgezeigt habe, vielleicht so auch angerissen. Ich glaube, ich pick mir jetzt mal hier so ein paar Themen raus, weil ich nebenbei natürlich auch auf die Uhr schaue. Und ganz wichtig, glaube ich, jeder, der gerade so die Nachrichten oder ob jetzt kurz vor der Tagesschau, also bei Börse vor 8 oder auch schon vielleicht tiefer in der Thematik drin ist, ist ja das Thema, wenn wir jetzt auf Kryptowährungen schauen, ja, Geldwäsche oder ich sag mal, dass dort Sachen finanziert werden, aber auch das Thema Energieverbrauch ist so ein Thema und besonders, man hat es vielleicht mitbekommen, also besonders letzte Woche fängt ja China an, die Bitcoin-Miner wirklich auszuschließen. Also in Sichuan wurden 2000 Miner einfach ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz, die Miner sind jetzt nach Kasachstan gegangen. Also machen wir uns nichts vor. Die Hashrate, von der ich geredet hatte, also die Miner bereitstellen, die ist eingebrochen. Deswegen ist auch natürlich der Kurs erstmal eingebrochen. Aber sowohl die Hashrate als auch der Kurs stabilisiert sich wieder. Und ich glaube, meine persönliche Sicht, das ist jetzt so mal der erste Test nach einem Jahrzehnt, in wie valide das Ganze erstens die Technologie ist, natürlich auch die Währung, die dann darauf aufsetzen. Aber wenn man sowas sieht oder in El Salvador als wirklich legitimes Zahlungsmittel ist Bitcoin jetzt, sag ich mal, akzeptiert. Paraguay, da wird gerade gemunkelt, dass das jetzt die zweiten sind. Aber zum Thema Energieverbrauch nochmal zu kommen. Im Moment wird einfach geprüft, ob ein Kraftwerk auf dem Vulkan installiert werden soll. Also Sie hören richtig, um eben mit Green Energy sozusagen die Bitcoin-Miner zu versorgen. Und das sind natürlich dann so Themen, die hochinteressant sind.
Vielleicht auch nochmal das Thema 51%-Attacke, damit man das einfach mal gehört hat, ist natürlich auch ein Thema, wenn jemand einen Pool beherrscht oder man versucht, 51% des Netzwerks zu gewinnen, dann wäre man theoretisch in der Lage, die Sachen oder die Transaktionen zu manipulieren. Aber das ist jetzt nicht, bis jetzt nicht geschehen. Und auch, wir haben es jetzt gerade bei Digibyte zum Beispiel gesehen, wo eben fünf verschiedene Algorithmen dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Und einfach diese Dezentralisierung, was ein großer Punkt ist, und auch Transparenz. Also ich glaube nicht, dass uns das Thema, sag ich mal, irgendwie abhanden kommt, sondern ich glaube einfach, wir sind jetzt an so einer Phase, wo sich das erste Mal zeigt, inwieweit die Technologie, und ich weiß ja, dass meine Nachredner auch Use Cases dabei haben, die richtig interessant sind und die auch wegkommen von dem Thema Kryptowährung und eben auch die Logistik, sage ich mal, komplett umfassen. Und dort ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant. Gut, dann bedanke ich mich. Ich glaube, wir haben eine Punktlandung hingelegt für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, gerne, ich habe auch noch, wie gesagt, ein paar Quellen mit dazu getan. Ich weiß ja, dass die Folien nachher auch dann geshared werden. Gerne mal schauen. Also ganz unten ist auch eine Blockchain-Demo, die man selber aufbauen kann. Da kann man wirklich nochmal dieses Hashing nachspielen und man kann auch sehen, wenn man manipulieren wollen würde, würden eben alle Blocks danach, müsste man auch nochmal nachminen sozusagen. Also ich glaube, das ist ziemlich interessant. Auch nochmal so das bekannteste White Paper von Bitcoin, aber auch natürlich Digibyte und dann nochmal so diverse kleine Links zum Nachlesen der ganzen Thematik. Und sonst gerne mich einfach ansprechen. Sie haben gesehen, LinkedIn bin ich unterwegs, aber natürlich auch hier Visitenkarte. Also gerne im Nachgang einfach ansprechen, wenn es da weitere Fragen gibt.